Mahlzeit. Na, die ganze Brenzgeschichte, die hat ja einiges bewirkt. Okay, liebe Leute, bremsen hin, bremsen her. Ich habe mal Folgendes gemacht. Hier hat übrigens jemand uns gleich noch eine ganze Tabelle aufgeschrieben. Wenn jemand den Zug runterbremst von 330 auf 170, welche Bremsstrecken das dann ergibt, na und so weiter. Sehr schön. Okay, danke. Ich habe jetzt und diese Dateien, die verlinke ich euch alle, dann müsst ihr nicht unbedingt immer das Buch aufschlagen oder ihr, die ihr kein Buch habt, könnt in dem Buch dadurch nachlesen. Ich habe jetzt diese PDFs, die habe ich alle entsprechend freigeschaltet. Wie gesagt, die Links stehen unten in der Videobeschreibung. Was habe ich aber mit diesen verschiedenen PDFs gemacht? Ich habe sie ja bearbeitet, habt ja gesehen, da sind Links mit drin und so weiter. Nur das ganze Thema Bremsen muss ich jetzt nicht als, noch dazu als Nicht-Eisenbahner, sondern einfach bloß als Mathe- und Physikmensch, auch Ingenieur, aber für Flugzeuge, also muss ich das jetzt nicht weiter groß kommentieren oder noch mit anderen Links versehen, aber gleich mal einen Tipp dazu. Und zwar, diesen Kanal verlinke ich euch auch. Der Silberling nennt sich dieser Kanal. Das ist ein echter Eisenbahner. Ich möchte ihn jetzt nicht falsch bezeichnen, auf jeden Fall, aber einer aus der Technik. Und wenn ihr bei dem irgendwie irgendwelche Videos anguckt, dann guckt nicht in die Playlists rein, denn das sind bloß eins, das sind sechs, nochmal 14, 24, 26 Videos. Das stimmt nicht. Geht in Videos rein und blättert mal durch. Der hat ganz, ganz, ganz viel erklärt. Ganz viel und sehr schön erklärt. Nur einen Haken hat's. Man muss die Videos, wenn man sich schon ein bisschen besser auskennt, wirklich mit doppelter Geschwindigkeit laufen lassen, weil da sind manchmal Strecken dabei, die sind entweder für den Wissenden nicht ganz so interessant, beziehungsweise erzählt er ja auch Geschichten, sogar sehr lustige Geschichten. Und wer die nicht hören will, sondern lieber den Erklärungen folgen will, der sollte dann eben mal mit doppelter Videogeschwindigkeit arbeiten. Wie das geht, ganz einfach. Hier zum Beispiel hat er, obwohl sich die Geschichte lohnt, hat er etwas über die jungen Damen und die E-Bremse erzählt. Ich möchte da nicht vorgreifen, das müsst ihr euch selber raussuchen. Und wie man das raussucht, zeige ich auch gleich. Aber hier nochmal, guckt mal bei den Einstellungen, da geht ihr auf Einstellungen, Wiedergabegeschwindigkeit und jetzt könnt ihr auswählen, meinetwegen von 1,25, das ist normal, 1,5, 1,75, das ist schneller, runter, das scrollt bis 2 oder eben langsamer. Aber noch langsamer, dann kommt man ja über diese Sachen, die man nicht jetzt unbedingt hören müsste, nicht hinweg. Bloß das mal als Tipp dazu. So, jetzt Beispiel. Jetzt guckt ihr, was ich gezeigt hatte in diesen PDFs nach und lest da entsprechend und euch fällt meinetwegen etwas zum Thema Lastabbremsung. Gefällt euch hier in dem Buch nicht ganz so. Und ihr guckt mal und sagt, was könnte ich denn, wen könnte ich dann noch zur Rate ziehen? Und dann geht, was das Thema Bremsen angeht, super. Geht einfach mal so bei, dass ihr sagt, diesen Begriff kopiere ich. Und den gebe ich mal beim Kanal vom Silberling hier bei dieser Lupe ein. Dann sucht ihr nur auf dem Kanal und nicht woanders. Also auf die Lupe klicken und dann einfach mit Steuerung V einfügen, Last abbremsen und dann mal suchen. Mal sehen, was er dann hat. Na komm. Ui, vorhin ging es noch. Irgendwas stimmt hier nicht. Nochmal. Also Lastabbremsung eingeben oder ein anderes Wort, was euch gerade interessiert. Aber in diesem Fall habe ich es so gemacht. Na, jetzt bin ich ja ein bisschen enttäuscht. Kleinen Moment, ich mache mal kurz Pause. Vielleicht ist da irgendwas schief gegangen. Kleinen Moment. So, jetzt probieren wir es nochmal. Also hier eingeben, auf die Lupe klicken. Leute, ich weiß jetzt nicht, was hier nicht stimmt. Ich werde die Seite nochmals aktivieren. Na. Jedenfalls wäre das die Lösung, um das zu zeigen. Ich gebe mal Enter. Aha, mit Enter funktioniert es. Gut. Also nicht nochmal auf die Lupe klicken, das hilft nicht. Und dann seht ihr alle seine Videos, wo das Wort hier Lastwechsel, Lastabbremsung und so weiter, wo das überall vorkommt. Hier zum Beispiel in seiner Videobeschreibung, so wird die Lastabbremsung richtig geprüft, obwohl das Video heißt Münchhausen. Und wenn man das gleiche mal macht mit Damen und Enter. Die jungen Damen und die E-Bremse, dann könnt ihr auch dieses lustige Video, aber auch fachlich wichtige Video mit euch mit anhören und da erklärt er nebenbei auch, wie die E-Bremse funktioniert und dann kommt es eben zu solchen kleinen Nebenbeigeschichten. Gut, das bis dahin will sagen, nicht, dass ich zu faul bin, aber jetzt lasse ich das einstweilen mit der Bremserei
sein. Und ich gehe dann eher auf die elektrischen Geschichten, die der Silberling auch sehr gut erklärt. Hase heißt er übrigens. Herr Hase erklärt also auch solche Dinge. Aber wenn ihr rein physikalische Dinge noch von der anderen Seite her wollt, dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Ich kann dann da noch beigehen. Ansonsten werde ich mich jetzt in der nächsten Zeit vor allem mit den Antrieben beschäftigen. Die sind auch sehr interessant und manchmal doch ein bisschen knifflig. Knifflig im Buch erklärt, ich finde das manchmal unglücklich, wie die beigehen. Die erklären zwar schön, aber wenn man da nicht ganz genau Bescheid weiß und ein Anfänger ist und vor allem früher keine Physik in der Schule gehabt hatte, dann ist das relativ schwer. Also deswegen ja diesen Zusatz Teil, also auf meinem Mathe- und Physik-Kanal. Gut, na dann, ich wünsche euch einen schönen Tag und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, welche Themen ich noch behandeln soll. Hier kommen dann nochmal Links zum Kanal selber hier und auch, ich werde mal sehen, ob ich den Silberling-Kanal mit einbauen kann. Und dann geht das so weiter, wie ich jetzt vorgeschlagen habe, beziehungsweise es geht gar nicht weiter. Also wenn nichts kommt, die Arbeit muss ich mir nicht machen, obwohl es mir Spaß macht. Na gut, also, bis später. Ich wünsche euch was. Tschüss, tschüss.